Na, habt ihr mich vermisst? In diesem Video zeige ich dir, was du tun kannst, damit sie dich hoffnungslos vermisst. Dranbleiben, Abfahrt! Vorwarnung, in diesem Video wird es nicht solche geistige Ergüsse von irgendwelchen 0815 Dating Coaches geben, wo man das Gefühl hat, die rauchen Arschhaare. Solche Geheimtipps wie, wenn du möchtest, dass sie dich vermisst, dann sei einfach nicht da. Okay, voll heftiger Tipp. Wenn du möchtest, dass sie dich vermisst, dann reicht es nicht, einfach nur deine Hände über die Augen zu legen und zu sagen, ich bin nicht da. Where's Mommy? Gone. Bleib bei dir und kümmere dich um dein eigenes Leben. Sei du selbst. Da muss man halt wirklich sagen, dass solche Idioten wie Unkraut aus dem Boden sprießen. Jeder, der mal irgendwie ein bisschen Blech geklopft hat, hat irgendwie die Wange seiner Mutter, vielleicht seiner Schwester und vielleicht noch von zwei anderen Frauen gesehen und meint sofort, hey, Dating Coach, das soll ich werden. Was für Spacken. Aber Wusa. 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 Es gibt einige psychologische Tricks, die wirklich was bringen, wo die Frau halt wirklich massiv dazu bringen, dass sie dich vermisst und permanent an dich denkt. Und da soll es heute drum gehen, sodass sie quasi permanent auf ihr Handy guckt und guckt, was machst du in Insta, gibt es eine neue Story von dir, dein Bild schon als ihr Profilbild, dein Passfoto in ihrem Geldbeutel drin. Und genau darum kümmern wir uns heute. Ähnliche Tipps habe ich aber bisher in keinem einzigen YouTube-Video gesehen. Und am besten fängt man mit den ganzen Techniken schon damit an, wenn man sich mit ihr trifft, persönlich, bevor man dann räumlich getrennt ist und dann dieses ganze wunderbare Vermissensgefühl in ihr ist, richtig aufgehen kann. Punkt Nummer 1, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man sich nicht zu häufig trifft. Also in der Woche ein bis höchstens zweimal. Punkt Nummer 2, bei dem Date dann auch häufig Location-Wechsel einbauen, weil das erzeugt immer die Illusion von unterschiedlichen Situationen. Das gibt das Gefühl, man hat schon viel mehr Zeit verbracht. Das wiederum zeigt, dass man schon viel mehr miteinander erlebt hat, als man eigentlich hat. Und das schweißt zusammen und fördert eure Bindung. Punkt Nummer 3, man sollte immer dafür sorgen, dass die Emotionen auch richtig gut hochgefahren sind. Also Anziehung und natürlich auch das Vertrauen. Also Attraction, Comfort und Rapport. Und wenn sich die Chance ergibt, immer auch dieses sexuelle Knistern zwischen euch. Da immer schön reinschüren, dass das Feuer ordentlich brennt. Und das ist auch schon Punkt Nummer 4, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mit ihr zu haben, sie zu küssen, intim zu werden, dann sollte man das auch immer tun, weil da werden halt auch richtig diese Hormone angefacht. Und fünftens, man sollte immer diesen Frame setzen, dass sie halt auch online ist. Immer ganz konkret sagen, du würdest mich am liebsten heiraten. Stimmt's? Du bist verliebt. Ich hoffe wirklich sehr, dass du mich nicht zu sehr vermisst, wenn ich heute Abend heimfahre. Und das immer mit so einem Lächeln auf den Lippen. Aber das setzt im Prinzip schon den richtigen Frame. Und dann läuft die Sache. Boy. Denn das ganze Vermissensthema ist im Grunde genommen sowas wie chemisch-biologische Kriegsführung. Durch das, dass du diese 5 Punkte einhältst, ist eben dieser Verliebtheitsgrad auch einfach schon bei ihr vorhanden. Und wenn du dann quasi nicht bei ihr bist, also räumlich getrennt, dann entsteht so eine Art Entzug. Ist natürlich nicht cool, weil grundsätzlich ist es auch bei dir so. Aber je mehr halt dieser Entzug dann bei ihr oder bei dir dann auch reinknallt, umso mehr ist dann natürlich auch das Verlangen, das Ganze wieder herzustellen. Und davon lebt ja quasi dann auch eure Beziehung. Das heißt, es ist mega wichtig, dass du das immer mehr befeuerst, weil es eurer Bindung einfach massiv zugutekommen wird. Und im Grunde genommen ist es auch egal, ob ihr euch schon länger kennt oder ob das Ganze frisch in der Kennenlernphase ist. Aber diese 7 psychologische Tricks, die ich dir jetzt zeigen werde, die kannst du im Prinzip immer machen. Und ich selber habe das auch regelmäßig gemacht und ich muss sagen, das zieht halt einfach wie Hölle.
Bei mir war es dann auch immer so, dass das Mädel halt häufig auch irgendwelche Trophäen von mir haben wollte. Serienkiller-Video kann ich euch mal verlinken, wenn wir schon von Trophäen reden. Also sie wollte jetzt nicht einen Finger oder sowas von mir, aber zum Beispiel halt meinen getragenen Pulli oder mein T-Shirt, damit sie sich halt an mich erinnert. Dann kommen wir aber jetzt wirklich auch zu diesen 7 Techniken und ich kann euch sagen, es wird immer verrückter, aber die erste ist auf jeden Fall schon eine extremst effektiv. Egal wie lang ihr euch kennt oder wie das Ganze zwischen euch verlaufen wird, es ist wichtig, dass du grundsätzlich mysteriös bleibst. Weil wenn sie immer wieder das Gefühl hat, sie möchte noch mehr von dir erfahren, dann wird auch dieser Wunsch danach, mehr Zeit mit dir zu verbringen, immer groß bleiben. Denn Frauen sind neugierig, extremst neugierig. Wenn sie nicht neugierig sind, dann sind es auch keine Frauen. Du musst vielleicht nochmal zwischen ihren Beinen checken. Erzähl ihr also nicht deine ganze Lebensgeschichte sofort und servier ihr nicht alles sofort auf dem goldenen Tablett. Halte alles mal ein bisschen zurück. Also wenn sie zum Beispiel eine Frage stellt, dann frag einfach, was denkst du denn? Oder lass die Antwort einfach stehen und sag nicht sofort ja oder nein. Oder erzähl halt einfach eine ganz offensichtliche Fake-Witz-Geschichte und mach dir so ein bisschen da auch einen Spaß draus. Du fragst sie zum Beispiel, wie alt bist du? Dann sagt sie, 28 und du? Dann fragst du, was denkst du denn? Dann sagt sie, 30. Dann sagst du einfach, okay, schönes Wetter heute, oder? Und so kann man eben diese Mysteriosität so ein bisschen oben halten. Punkt Nummer 2, Open Loops. Es geht auch ein bisschen in die Richtung Mysteriosität. Man kann Themen anfangen, aber die einfach nicht wirklich behandeln. Das erzeugt immer so dieses Gefühl, irgendwas war da noch, was ich von ihm wissen will, aber irgendwie ist es so in meinem Hinterkopf, aber ich weiß gar nicht mehr, was es wirklich war. Und das ist halt richtig tricky und auch sehr diabolisch. Zum Beispiel kann man sowas sagen wie, hey, ich war vor 2 Jahren in den USA und da habe ich so 2 total offene Hooter-Girls kennengelernt und wir waren irgendwie am Strand, an Santa Monica Beach und wir waren tatsächlich nackt baden. Und dann ist was total Irres passiert. Wo warst du das letzte Mal im Urlaub? So, und wenn wir jetzt quasi redet oder sie jetzt über ihren Urlaub redet, dann wird diese Geschichte halt so stehen bleiben. Sie wird es erfahren wollen, aber nicht bewusst, weil jetzt sind ja ihre Gedanken erstmal auf das neue Thema gelenkt. Das sind Open Loops, die sehr widerlich, sehr heftig sind und da ja schon die ein oder andere Synapse zum Brennen bringen. Nächstes Thema, Kontaktabbruch. Grundsätzlich sollst du natürlich nicht den Kontakt jetzt zu ihr dauerhaft abbrechen, das ist klar. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt langsam so die Luft raus. Man hat jetzt genug voneinander oder man hat einfach nicht mehr so die Themen oder man hängt wirklich schon lang aufeinander. Dann solltest du derjenige sein, der dann auch den Schlussstrich zieht. Immer wenn es am schönsten ist, hört mal auf. Und das ist wirklich ein mega wichtiges Ding, dass sie halt einfach auch das Gefühl bekommt, hey, er hat es jetzt nicht nötig, auf mir rumzuhängen. Und jetzt muss es auch ganz ehrlich sagen, auch bei den Mädels, mit denen ich immer was hatte, war es auch immer so, dass man richtig gemerkt hat, dieses ganze aufeinander rumhängen und das Rumvögeln und keine Ahnung was. Das kommt manchmal halt einfach an so einen Kipppunkt, wo man einfach dann keinen Bock mehr hat, wo es einfach, ja, wo man einfach das Gefühl hat, man hat jetzt langsam mal genug. Es ist so eine Sättigung eingetreten. Dieses Gefühl solltest du nehmen und da solltest du dann auch derjenige sein, der dann den Schlussstrich zieht und sagt, hey, ich habe noch was vor. Keine Ahnung, können wir uns ja gerne nächste Woche nochmal irgendwie treffen oder was vereinbaren. Und dann halt auch Tschüss sagen, rausgehen aus der Situation oder am Telefon auflegen. Auch wichtiger Punkt. Keine 4 Stunden am Labern sein. Muss los, treff mich noch mit einer Freundin. Shut the fuck up. Zum Beispiel. So, wir kommen auch schon zu Punkt Nummer 4. Der diabolischen Psychotricks. Social Media und Konkurrenz. Jetzt mehr oder weniger 2 Punkte so ein bisschen auch zusammengelegt. Du solltest eine Social Media Strategie haben. Social Media Strategie Nummer 1. Keine Social Media. Das heißt, du löscht den ganzen Dreck weg, sodass er dich auch nicht finden kann. Und nutzt es einfach niemals. Also irgendwie jetzt einen Account haben, wo man eigentlich fast keine Follower hat, der aber dann trotzdem irgendwie immer was von ihr liked. So, das ist absolutes No-Go. Auf gar keinen Fall. Entweder du hast gar keinen Account oder du hast einen Account. Dann kommt aber Strategie Nummer 2.
dein Social-Media-Account, wie zum Beispiel jetzt Instagram, ist dann auch wirklich so eine Art Schaufenster von deinem Leben. Da sollen natürlich auch andere Frauen drauf sein. Du kannst davon ausgehen, wenn du gerade ein oder zwei Mädels regelmäßig triffst, vielleicht auch zur Freundschaft plus mit Damen, dann werden die sehr, sehr regelmäßig auf deinen Instagram-Kanal gucken. Ich erinnere euch daran, Frauen sind neugierig. Wenn du coole Zeiten erlebst, pack's auf Instagram. Wenn du mit coolen Frauen unterwegs bist und feiern, pack's auf Instagram. Die meisten haben halt einfach einen Account mit drei hässlichen Bildern und dann folgen sie halt permanent irgendwelchen komischen Weibern, liken dann da irgendwas und simpen da rum. Und das macht euch halt unfassbar unattraktiv und führt dazu, dass ihr euch mit absoluter Sicherheit auch gar nicht mehr vermissen wird. Nicht mal, wenn ihr nie wiederkommt. Deswegen lasst es. Punkt Nummer 5, wenn du mit ihr schreibst, dann schreib ihr nicht einfach nur normale Texte, bla bla bla, sondern mach es im Prinzip genauso wie mit Social Media Strategie Nummer 2. Wenn du irgendwo unterwegs bist, irgendwas krasses, cooles erlebst, schick ihr ein Bild oder schick ihr eine Sprachnachricht, wo man dann im Hintergrund auch hört, wie zum Beispiel die Party abgeht oder sowas. Vielleicht sogar eine Frauenstimme. Ich sag nur eins, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist einfach ein Fakt. Je mehr Damen um euch rumschwirren, umso mehr wird sie sich Gedanken machen und euch wollen. Natürlich euch auch vermissen, weil sie die Kontrolle über euch haben möchte. Das ist in ihrer DNA drin. Also schickt Bilder vom Brunch, Sommerfest, Weihnachtsmarkt, Gang mit ihrer Schwester. Schneid es raus, Marc. Nee. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Anker setzen. Das geht auf NLP zurück, neurolinguistische Programmierung. Wenn du mit ihr zusammen bist, dann kannst du einfach Anker setzen. Das heißt, zum Beispiel ganz normale Gegenstände, die ihr gehören. Nimm einfach die Spange aus ihrem Haar raus oder das Haargummi und sag einfach zu ihr, das nächste Mal, wenn du das anfasst, dann wirst du an mich denken. Und dann einfach sowas sagen wie, ah nee, Quatsch, vergiss es einfach. Also sie wird noch viel mehr daran denken, wenn ihr sagt, dass sie einfach vergessen soll, was ihr gerade gesagt habt. Aber genau das löst eben aus, dass sie eben noch viel mehr daran denken muss. Und deswegen habt ihr hier dieses wunderbare kleine Gegenstandstück, wo sie eben immer dann an euch denkt, wenn sie das in die Hand nimmt. Sollte man natürlich jetzt nicht irgendwie mit 20 Gegenständen machen, sondern nur mit einem oder zwei. Aber das ist auch sehr effektiv. Da habe ich auch schon mal Nachrichten bekommen, irgendwie nach 2 Jahren, wo ich mit einer Freundschaft plus im Prinzip gar nichts mehr zu tun hatte, wo sie dann gerade so eine Haarspange mal wieder gefunden hat und mir dann ein Bild davon geschickt hat. Hey, musste gerade an dich denken. So, 2 Jahre keinen Kontakt gehabt, zack, krasse Sache. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 7, zappeln lassen. Tüte das nächste Date nicht sofort ein. Gib ihr ein bisschen Zeit, dass dieses Vermisstheitsgefühl auch aufkommen kann. Dass dieses Gefühl in ihr gedeiht, dass sie dich gern wieder bei ihr hätte. Dass sie dich gern wieder bei sich hat. So, grammatikalisch. Sprachen lernen. Ja, das ist immer Sprachen lernen. Bubble. Also gib ihr nicht das Gefühl, dass du dich so an ihr festketten willst, sondern insbesondere nach dem Sex einfach auch mal ein bisschen warten, bis dann das nächste Date quasi von dir ausgemacht wird. Wenn sie den Vorschlag zum Beispiel bringt, ja, lass doch nächste Woche treffen, also so direkt bei dem Treffen, wo ihr gerade seid, dann einfach sagen, ja, können wir. Ja, könnten wir. Könnten wir schon. Und das dann einfach so im Raum stehen lassen und dann nicht weiter drauf eingehen. Und dann einfach mal 3 Tage Zeit verstreichen lassen. Natürlich kann man da schreiben und alles, gar kein Problem. Aber einfach das Treffen nicht aktiv initiieren. Dann nach ein paar Tagen kann man schon dann sich wieder um das Treffen kümmern, weil letztendlich bist du der Mann und du bist auch dafür zuständig, die Treffen zu initiieren, weil von nichts wird nichts kommen. Aber das ist schon sehr effektiv, dass man eben nicht zu needy darauf pusht, das nächste Treffen jetzt wieder einzutüten. Also alles, was ich dir jetzt auch hier erklärt habe, sind extremst starke Attraction-Techniken, also Anziehungstechniken. In ihren Augen wird dein Status mit diesen Techniken signifikant wachsen. Aber du musst auch aufpassen, dass du es nicht zu sehr übertreibst, weil wenn sie das Gefühl hat, sie kann dich überhaupt nicht mehr kontrollieren und du bist so begehrenswert für sie, dann kann das natürlich ihr auch ja nicht nur dieses Gefühl von Vermissen geben, sondern sie halt auch regelrecht abfacken. Aber in aller Regel haben die meisten Männer eher das Problem, dass ihr Status nicht hoch genug ist und dass sie eigentlich ihr viel zu sehr am Rockzipfel hängen. Weil die meisten Männer sind halt Nice Guys.
Und so können diese Techniken dann halt wirklich auch eine Art Sucht nach euch auslösen. Du wirst halt nicht mehr behandelt von ihr wie so ein Furunkel oder wie so ein Friendzone-Typ, sondern bekommst halt Aufmerksamkeit und die Frau interessiert sich für dich und findet dich attraktiv und meldet sich auch von sich aus. Da muss man dann halt aufpassen, wenn man dann halt auch der massive Nice Guy ist, weil es kann auch bei einem selber dann so eine Sucht auslösen. Wenn man es dann halt auch übertreibt, wie gesagt, dann kann es schon auch passieren, dass man dann halt auch überzieht. Faustregel, wenn sie nett ist und in dich investiert, dann kannst auch du in sie investieren. Wenn sie ihren Invest abzieht, ja, dann musst du was ändern, dass sie wieder Invest nachschießt. Wenn sie für dich kocht und dir den Rücken massiert, dann ist alles gut. Und dann kommen wir mal zu dir. Wenn du mich nie wieder vermissen willst, abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios! Wusa. Und Wusa.